Um das Blatt von der Seerose zu machen, habe ich so eine Basis gemacht. Das sind drei Drähte, die miteinander verbunden sind. Außerdem zu einer Seite habe ich noch einen Draht hinzugefügt. Und das Ende von diesem Draht bleibt unten, das ist der Stiel. Außerdem habe ich noch Perlen auf den Draht gesammelt. Die Gesamtlänge beträgt ungefähr 1,20 m. Das hängt davon ab, wie viele Reihen ich dann später machen werde. Und jetzt zeige ich, wie ich das mache. Das ist das Blatt von der Seerose. Ich habe 14 Reihen gemacht. Jetzt pflanze ich die beiden Teile ein und zeige, wie das geklappt hat. Die Seerose wächst natürlich auf dem Wasser und das Wasser in meinem Schüsselchen spielt Leim. Ich habe alles, Steine und Perlen von verschiedenen Farben, mit Leim begossen. Und er hält alles ziemlich fest. Danke fürs Zuschauen.